Zeit für ein Duell. Ja, moin und herzlich willkommen bei Webcar. Dankeschön, dass du da bist. Wir spielen heute wieder Runde Yu-Gi-Oh! Und zwar mal wir die Kampagne weiter spielen. Und zwar beim Kampagne Yu-Gi-Oh! 6 weiter spielen. Wir hatten beim letzten Mal entsprechend auf einem Treffen der Kaiser gespielt gehabt. Heute spielen wir die neue Welt. Das können wir natürlich überspringen. Wir benutzen natürlich unser Kartendeck. Ja, schauen wir mal, gegen wen wir spielen müssen und gegen wen wir müssen wir spielen. Na? Don 1000. Okay. Wir nehmen mal Schere. Gewinnen sogar. Perfekt. Auf geht's. Können wir als erstes anfangen? Let's go, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, was wir Schönes bekommen. So, was haben wir denn Schönes hier? Okay, wir haben die kinetischen Sorten, Spielkraft, Flugzerstörer, bessere Magie und unsere Vogelscheuche. Ist doch gar nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, liegen wir mal Spielkraft einmal. Vogelscheuche liegen wir. Und, ja, Flugzerstörer können wir auch mal legen. Und dann spielen wir mal besser den Magiekrieger. Ist auch eine sehr schöne, starke Karte einfach. 1700. So, Don, du bist dran. Was machst du Schönes? Was kannst du? Okay, liegt ein Monster verdeckt. Und eine Zauber- oder Fallenkarte. Okay. Stopp, Tornado. Was ist das? Eine Zauberkarte? Können wir die nicht aktivieren? Zerstören eine Zauberkarte. Ja, machen wir doch einfach. So, weg damit da oben. Die brauchst du nicht mehr. So, Stopp-Tornado können wir auch mal legen. Und greifen einfach mit blätternden Mangel an. Auf die Karte da. Weg. Oh, ist ein Flieger gewesen. Den kennen wir doch. Sehr schön. Damit könnt ihr ja mal noch eine zweite Karte mal legen. Okay. Wieder die Karte. Aber wir können doch Stopp-Tornado aktivieren. Können wir die Karte wieder zerstören oben? Weg damit. Kannst du gar nicht aktivieren. Sehr schön. Gut. Was kriegen wir denn noch Schönes? Okay, und dann verteile ich meinen schönen Ritter. Ja, den will ich spielen. Können wir erstmal eine Toke drauf. Nicht schlecht. Gut. Dann greifen wir wieder mit Better an. Die verdeckte Karte. Feuerhand. Okay. Er kann unsere... Okay. Gut. Er kann unsere Karte mit Feuerhand zerstören. Das ist Eishand, ne? Und Eishand war, glaube ich, wenn ich mich ganz recht erinnere, konnte er Fallenkarten und sowas zerstören, oder? Und Zauberkarten. Du kannst eine Zauber- oder Fallenkarte wählen, die zerstört wird. Ja, gut. Okay. Müssen wir einen Zug beenden. Okay. Am besten wäre, wenn wir jetzt noch DNA-Wache zum bekommen würden. Dann könnten wir einen Trick machen. Was hast du denn da? Okay, du machst eine Fusion. Kommt da raus. Ragnarok 0. Okay. Okay, nicht schlecht. Okay, du greifst an. Wir haben aber Spielkraft, glaube ich, gehabt, ne? Und Eisenvogelscheuche haben wir auch noch. Hm, ich würde mal sagen, wir setzen mal Spielkraft ein und zerstören seine Ragnarul. Spielkraft der Wartekarte aktivieren. Nö. So. Okay, sehr gut. Perfekt. Don. Ha. Siehst du, jetzt können wir angreifen. Wir können ja auch den kinetischen Soldaten eigentlich auch spielen. Wir haben ja noch Eisenvogelscheuche. Dann können wir einen Angriff ja blocken. Erstmal greifen wir mit unseren Soldaten an. Und dann Ritter. Oh, dann. Jetzt geht's dir an den Kragen hier. Jetzt sind wir dran. Noch 5000 Lebenspunkte. Und du hast deine Karten auf der Hand. Was machst du jetzt? Okay, sind Weiser, 1600. Ja, den können wir ja blocken hier. Sehr gut. Kannst nicht angreifen. Ich sage kurz nein. Okay. Hm. Fallenentfernung. Ja. Moment. Können wir das nicht so machen? Wir haben ja unsere Toke noch auf unserem verteidigten magischen Ritter, ne? Haben wir ja noch. Können wir nicht mit unserem Ritter einfach auf seinem Weiser angreifen, seine Karte zerstören und dann unsere Toke opfern? Normalerweise müsste das doch gehen, oder? Müssen wir mal ausprobieren. So, wir greifen mal mit unserem verteidigten magischen Ritter an. So. Verwenden die Toke, die wir da haben. Das ist sein Monster, genau. Und können wir direkt angreifen. Ha, siehst du. Don. Ha. Ja, wir sind auch smart.
hast wieder nur eine Karte auf der Hand. Und was machst du jetzt? Liegt eine Karte verdeckt. Okay, nicht schlecht. Okay, magische Zylinder. Die können wir mal legen. Gut, und greifen an. Und dann Ritter. Zack. Okay, wir kriegen 200 Schaden. Okay. Gut, beenden wir uns. Okay, dann das ist eine gute Verteidigung. Nicht schlecht. Da müssen wir gleich mal was machen. Du beendest deinen Zug. Okay. Okay, wir haben einen Rotaugen, schwarzen Drachen. Den könnten wir eigentlich ja beschwören. Dann sind wir stärker. Könnten wir seine Karte zerstören. Aber wir müssten zwei Karten opfern. Nee. Das machen wir später. Wenn wir noch ein drittes Monster haben, dann können wir die Karte vielleicht beschwören. Schauen erstmal, was er macht da. Liegt eine Karte verdeckt. Okay. Wir hätten einen Schwerkraftbinder. Okay, wie greifen wir mit unserem Ritter an? Die Karte da? Okay. Wie hat Schaden? Okay, dann wird er wahrscheinlich jetzt gleich irgendwie eine Fusion machen. Wenn er schon zwei Karten anliegen hat. Verteidigung. Ja, er macht eine Fusion. Okay, dann. Was kommt da raus? Wieder Ragnarul. Okay. Nicht schlecht. Gut. Willst du angreifen? Kannst du gerne machen. Du greifst an. Wir haben aber magische Zylinder. Können wir aktivieren. Kriegst 2400 Schaden zurück. Dann kurz nein. Zack. Erst nach 1300. Okay. Was machen wir jetzt? Den Karatehund. Wir können mit Fallenentfernung mal liegen. Und Karatehund, würde ich sagen, im Angriff. Und würde ich sagen, den kinetischen Soldaten setzen mal in Verteidigungsposition. Und beenden nur dazu. So, okay. Was machst du jetzt, Don? Willst du angreifen? Du willst angreifen. Okay. Die Wirkung von aktiviert der in Kette hinzufügen. Wir könnten ja den Angriff blocken, ne? Können wir doch. Geht das nicht? Dass wir den Angriff blocken können? Dann kurz nein. Ja, können wir. Er kann unsere Karte zerstören. Okay. Das ist jetzt nicht so gut. Gemeinsam sind wir stark. 1400. Okay, durch die Karte unten, ne? Okay. Verlieren wir ATK entsprechend der Sterne. Was haben wir denn hier? Wir hatten ja Vogelscheuch noch einmal. Abhören. Können wir alles nicht aktivieren, ne? Was machen wir jetzt? Das ist so die Frage. Mit gemeinsam sind wir stark, können wir auch nicht viel machen. Kommen wir auch nicht ran, ne? Nee. Da gibt es 800 ATK dazu. Wenn wir das auf Karatehund machen würden, hätten wir 2200. Ja. Ja. Komm, wir beenden unseren Zug einfach. Wir können damit nicht viel machen. Da können wir in dem Moment nicht viel machen. Okay. Jetzt zerstört wir eine Karte. Okay. Angreifen tust du auch. Wir können dir den Angriff wieder blocken. Das ist in Ordnung. Kann er gleich nochmal angreifen? Weiß ich gar nicht. Feuerhand. Gut, jetzt muss aber uns schnell was einfallen. Sonst kommen wir nicht gegen an. Menschenfresser. Ja, die können wir mal liegen. Ja. Was machen wir jetzt? Wir können mit nichts machen. Wir könnten mit Menschenfresser versuchen, seinen Ragnarul zu zerstören. Das könnten wir machen. Okay, noch ein Boxer. Er macht wieder eine Fusion. Okay. Was kommt da raus? Berserker. Okay. Was kannst du damit? 2200 in Verteidigungsposition. Okay. Du kannst Karten verbannen. Okay, das ist doch nicht schlimm. Das interessiert uns im Moment gar nicht. Okay. Du kannst deine Karte stärker machen. Ja, aber wir können doch trotzdem den Angriff blocken. Es bringt doch nichts, Don. Es bringt doch nichts. Blocken den Angriff trotzdem.
du, wir haben verräterische Schwerter. Ja, wir könnten verräterische Schwerter jetzt spielen, um dann entsprechend letztendlich angreift. Wir könnten das so machen. Wir spielen mal verräterische Schwerter. Man kann erstmal 3 Runden lang nicht angreifen. Flippen. Wollen wir Menschenfresser flippen? Wir könnten ja Menschenfresser flippen und dann Ragnarol zerstören. Aber ich weiß es nicht, kann er die Karte abhängen, ein Monster mit einer offenen Kampfposition, dann das Gegner zu kontrollieren und die ATK sich zerstört. Wir probieren es einfach mal. Wir flippen mal Menschenfresser, zerstören dann Ragnarol. Sehr schön. Und können doch auch noch damit Menschenfresser angreifen. Direkt auf Lebenspunkte. Geht doch auch. 250. Immerhin. Tja, dann. Haben wir auch noch gut überlegt, ja. Vielleicht 500 Lebenspunkte zurück. Ja gut, das ist kein Problem. Oh oh. Schwarzes Loch. Ja, das ist jetzt nicht gut. Wir haben kein Monster mehr. Gut, er kann nicht angreifen. Ja gut, wir haben schwarzes Loch. Ja komm, schwarzes Loch spielen wir einfach. Wir stellen seine Karte auch. Und Bettenanzug. Wir brauchen wieder ein Monster. Was kriegst du? Nichts. Okay. Und? Hast du wieder ein Monster? Okay, du hast wieder ein Monster. So, Herzerkarten, gib uns noch ein Monster. Und? DNA-Operation. Ja. DNA-Operation können wir jetzt eigentlich gar nicht gebrauchen. Wir hätten es eben gebrauchen können. Gut, legen wir trotzdem. Hier können wir irgendwie den kinetischen Daten ja wiederholen. Vielleicht. So, aktivieren wir erstmal. Setzen wir alle Monster auf Krieger. So, auf Krieger. Wir sagen nein. Okay. Wenn wir ruft, dann ja. Okay, magische Zylinder. Ja, können wir liegen. Wenn wir jetzt Ruf der Gejagten kriegen würden, dann können wir den kinetischen Soldaten hier zurückholen. Das wäre nicht schlecht. Mal gucken, was er macht jetzt hier. 1200. Willst du angreifen? Die werfen wir natürlich gleich zurück hier. Hier, 1200 zurück hier, Don. So einfach machen wir das hier einfach. Wir nicht hier. So. Okay, legst ein Monster noch. Okay. Wir haben Verräter Schwerter. Ja, die aktivieren wir auch gleich wieder. Aber wir kriegen wir keine Monster. Gut. Okay. Gut, dann hast du noch 350 Lebenspunkte. Es ist ein harter Kampf. Okay, was kommt da raus? Wieder Ragnarol. Null. Okay, müssen wir irgendwie gucken, dass wir die Karte zerstören können. Er kann ja einmal ein Monster von uns zerstören. Schauen wir mal. Angreifen. Spielkraft. Ja. Fallenentfernung. Ist das irgendwie eine Falle? Hat er irgendwie eine Falle? Das ist Zauberkarte. Das ist die Zauberkarte. Das ist eine Falle. Ja, die können wir auch nicht aktivieren. Gut, müssen wir mal zu beenden. Er kann ja nicht angreifen. Kann er ja nicht. Und können wir gleich Spielkraft auch noch legen. So, kriegen wir vielleicht noch ein Monster irgendwie. Und Herzerkarten. Schneemann. Ja, Schneemann ist doch gar nicht schlecht. Können wir setzen. 1900 Verteidigung. Selbst wenn der Schneemann angreift, können wir dann Ragnarol zerstören. Wir könnten eigentlich auch... Moment, was können wir jetzt machen? Harpy-Misch. Ja, machen wir doch einfach hier. Komm hier. Zerstören deine ganzen Feinkarten und Zauberkarten. Weg damit. Brauchst du nicht mehr. Alle weg. Sehr schön. Gut. 3100. Okay. Was hätten wir noch? Eine Fallenfernung. Das wäre für die DNA-Operation. Spielkraft würde ich mal sagen, legen wir mal. Und wir beenden mal zurück. So, greifst du jetzt an mit deinem Ragnarol? Okay, kommt noch zum Flieger. Dann kann er sich noch eine zweite Karte legen. Okay, wahrscheinlich macht er jetzt wieder eine Fusion. Noch so ein Flieger. Okay, jetzt geht's los, ne? Dann. Okay. Okay. Okay, der Ark. Ehrenark oder Ark. Lautloser Ark. Ehrenark. Okay, okay, okay. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Wir könnten Spielkraft aktivieren. Machen wir einfach mal. Wir benutzen Spielkraft.
Zerstöre seine ganzen Karten. Können wir das machen? Okay, das ist Schneemann. Aber kann trotzdem dann arg gehen. Zack, er wirft eine Karte ab. Okay. Okay. Gepanzerte Sabine. Ja, die spielen wir einfach. Ja? Hier können wir gleich den Effekt. So, dann machen wir auch gemeinsam. Jetzt sind wir stark noch drauf. Auf gepanzerte Biene. Können wir den Effekt noch aussetzen. Den Arc ein bisschen runtersetzen. Um die Hälfte. Und greifen mit gepanzerte Biene an. So, Don. Ich glaube, du bist Geschichte. Wir haben gewonnen. Wir greifen dich an. Ja, Don. Damit hast du nicht gerechnet. Wir wehren uns einfach. Aber gutes Duell, würde ich sagen. Gut, liebe Freunde. Ich bedanke mich erstmal wieder, dass er da wird. Gebt ihr doch ein Video und einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Würde mich mega freuen, wenn ihr mega geschissen. Würde mich mega freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn das heißt, eine weitere Folge. Jubel. Dann bedanke ich mich jetzt mal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht auf dem Weg. Aber los jetzt!